So, und damit bin ich recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Evil Within. In der letzten Folge sind wir ja vor der Kirche gewesen. Wir sind dann nochmal offscreen quasi rein und haben das Kapitel eigentlich beendet. Ja, das habe ich jetzt nicht nochmal hinten rangehangen oder sonstiges. Und wir sind jetzt in einem neuen Kapitel. Joseph, dem geht es davon anscheinend nicht so ganz so gut. Wir haben ja hier in der letzten Folge gesehen, hier ist ja Kidman und Leslie, Ryan Grant. Und wir gucken jetzt mal, wo die beiden jetzt sind. Das kam aus der Nähe. Ist schon gut, ich bin da. Keiner wird dich kriegen. Hat er das gehört? Das war, der Schrei war, kam von Leslie. Und die berühmte Stimme kam von, The Kidman. A.k.a. Nicole Kidman. So, Joseph, dem geht's irgendwie. Der hat sich jetzt hingesetzt. Joseph, dem geht's jetzt dir gut? Ja, Joseph? Geht's dir gut? Da liegt doch noch Geglibber. Nimm das Geglibber mit. Und ein Kartenfragment. Nice. So, anscheinend müssen wir hier runter. Würde ich jetzt behaupten, dass wir da runter müssen. Wir gehen jetzt erstmal zum Joseph und quatschen mit ihm. Sebastian, hast du schon mal den Drang verspürt, einfach zu springen? Von ganz weit oben. Oder wenn die U-Bahn kommt. Stell dir vor, du spürst diesen Drang eine Minute lang. Dann zwei Minuten. Du hast es jetzt schon dreimal bekämpft, Joseph. Du bekommst das in den Griff. Du hörst nicht zu. Ich habe keine Angst, es zu bekämpfen, Sebastian. Ich habe Angst, es nicht mehr beenden zu wollen. Ein Teil von mir will sich verwandeln. Ich weiß nicht. Und ich kann es auch nicht erklären. Es reicht tiefer. Es ist ein Instinkt. Und er wird stärker. Das könnte... Okay, was ist jetzt passiert? Also Joseph geht's nicht gut. Dann kam der Assassine. Hat uns einfach mal durch die Luft gewirbelt. Mit mentaler Kraft. Und ja, jetzt sind wir hier irgendwie, wie auch immer, hier gelandet. Finde ich ja schon mal heftig. Heftiger Scheiß. Und sind jetzt hier in einem... Wo auch immer? Miss Leslie. Ich sollte schnell meine Partner wiederfinden. In einem unterirdischen Labor? Also Labor ist es nicht, aber es sieht aus wie unter der Kirche, irgendwie ein Keller. Und wir haben gerade Leslie gehört. Leslie, where are you? Leslie. Oha. Du bist nicht Leslie. Also hoffe ich, dass du nicht Leslie bist. Wäre sonst, ja, nicht so gut.
Wobei Leslie ist ja der Typ aus der Psychiatrie. Oh Gott, jetzt ist es hier wieder so ein Reflex-Ding, Alter. Ich und Reflexe. So, kann ich das jetzt hier einfach entschärfen? Okay, haben wir geschafft. Jo, hier gibt's noch mal ein bisschen Gegrabbel. Gibt's denn hier noch sowas wie Leslie? Ich hab ihn noch gerade gehört, Alter. Wollt ihr mich jetzt verkackeiern oder was? Achso, warte mal, hier wollte ich noch mal kurz gucken. Kann ich durchladen? Ist schon. Shitty McShitty. Ist leider schon durchgeladen. Oh, eine kleine Weinflasche mal so für unterwegs. Man weiß ja nie, wann man Durst kriegt. Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Nope. Hier geht's die Treppe hoch. Okay, damit dürften wir eigentlich den Raum durchgeludet haben. Ah, ne? Ja, sieht gut aus. Hab ich da gerade was stöhnen hören? Oh yeah. It's some kind of action, you know? Kann ich ihn eigentlich einfach da so... Hallo! Ja! Moin, ihr zwei! Wait a second, Freunde, haben wir hier... Für euch habe ich doch die Granate. Guck mal hier. Für euch beide. Macht's kaboom! Hat aber nur den einen getroffen. Und dann noch nicht mal komplett. Jetzt hat's den getroffen. Den anderen trotzdem nicht. Mal gucken, wie gut wir zielen können. Alter, er bewegt sich jetzt. Gar nicht. Das Problem... Was ich jetzt hier gerade sehe, ist dicke Munitionsverschwendung. Und genau aus dem Grund gehen wir jetzt mal ganz kurz hier runter und holen uns mal die ein, zwei Kügelchen, die wir hier liegen haben lassen. Oh, ja, er hier wieder mit seiner, weiß ich nicht, haben eine Kugel liegen lassen. Dafür habe ich jetzt irgendwie gefühlt 20 verschwendet. Nee, nur 9. Nice. Lolo, Trollo. So, komm mal her hier. Du wirst erstmal burned. You are the burning man. My friend, you are the burning man. So. Wenn wir uns kurz hier nochmal reinschmulen, da ist nix. Hier, wenn wir den hier auch nochmal vorsichtshalber verbrennen. Er hat aber nichts fallen lassen. So wie that good guy. Ihr könnt übrigens mal nachladen, würde ich fast behaupten. Da können wir nämlich gleich mal 5 Schuss reinschmeißen. Weil 5 Schuss haben oder nicht haben, das ist hier die Frage. Und die Pump Action, diese wunderschöne Schrotflinte, kann ich das jetzt auch mal nehmen? Schrotflinte. Die ist schon mein kleiner Favorit, muss man mal ganz klar sagen. Wie, ich habe hier, ist hier nachgeladen, kann nichts mehr nehmen? Ich habe nur 5 Schuss? Also insgesamt 10? Scheibengläser. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Dass wir hier nur 5 Schuss haben, ey, Alter. Das ist ja mal kacke. So, hier haben wir noch... Warum hört er auf zu kommen? What? Was ist passiert? Okay, 7 Schuss. Und hier ist irgendwas passiert. Ich würde behaupten, das Bild hat sich da drin verändert, weil ich das natürlich so hektisch mal reingeschaut habe. Weil ich dachte, es kommt vielleicht was von hinten. Haben wir das jetzt gerade nicht on cam? Leider. Das sieht aber auch nicht gut aus. Ich verstehe halt noch nicht. Hier waren 2 Viecher drin. Die haben wir weggebombt. Dann sind wir hier lang. Könnten das Ding jetzt hier untersuchen.
scheint locker zu sein. Okay. Altes Steinrelief. Relief? Ja. Dieses Steinrelief wurde aus einer Steintür herausgebrochen, wo es scheinbar die Funktion eines Schlüssels hatte. Ja, das kam mir jetzt gerade ein bisschen komisch vor, aber gut. Oh Gott, da ist eine Zahlen-Combination. Nehmen wir aber erstmal den ganzen Kram mit, den wir hier mitnehmen können. Ich das hasse. Ich würde das grünige Glibber nehmen und er nimmt es nicht, ey. So! Notiz aus Katakomben. Hilfe! Das metallische Stampfen. Er kommt. Ich renne weg, aber er folgt mir. Gott, hilf mir. Hilfe! Hilfe, 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 Hilfe! Okay. Wer auch immer kommt. Metallisches Klacken, okay. Sollte ich jetzt vor diesem metallischen Klacken... Was war das? Okay. Metallischem Klacken, bisschen Angst haben? Oder... Gebe ich einen Fick drauf und sage... Pumpgun, er gehört dir? Man weiß es nicht so genau. Und es wird gespeichert. Ich mag keine Kontrollpunkte. Finde ich nicht gut. Also finde ich schon gut. Aber... Ja. Wir sollten uns vorher vorbereiten. Und zwar sollten wir hier vielleicht ein paar Bolzen machen. So, wir wollen die Bolzen nicht herstellen. Wir wollen herstellen. Und zwar Blendbolzen, Harpunenbolzen, Explosivbolzen wollen wir herstellen. Davon bitte so viel wie geht. Gut. Das haben wir dann. Und wir haben ein Explosivbolzen. Ach du Scheiße. Ja. Der hat einen dicken Hammer. Ich weiß nicht, ob das mir so gefällt. Da der da so einen fiesen Hammer hat. Und sagt, hier ist Hammer Time oder so. Warte mal, kann ich das einfach kaputt schlagen? Nein. Explosivplatz. Okay, da hinten sieht es aus wie ein Safe Room. Da unten ist der Kollege. Da und da geht eine Tür jeweils nochmal auf. Das sieht nach einem Endboss-Fight mal wieder aus. Ohne diesmal eine Unterstützung zu haben. Ohne Joseph. Und ohne Nicole. Dann gehen wir jetzt erstmal kurz wieder zurück zu unserer wundervollen Krankenschwester, zu unserem Safe Point. Auf hier. Und wir nehmen erstmal unser Tagebuch. Lillys Geburtstagsanzeige. In liebe Grüße... Was? In liebe begrüßen wir Lilly Lynn Castellanos. Geboren am Dienstag, den 18. Juli 2006 um 9.56 Uhr. 3,31 Kilo, 35,5 cm. Wir sind so stolz auf dich, Sebastian und Myra Castellanos. Das ist die Geburtsurkunde von seiner Tochter. Nice. Wenn wir jetzt noch wüssten, was mit seiner Frau bzw. auch mit seinem Kind passiert ist. Er hat auf jeden Fall hilfreich. Warum sind wir jetzt beim Zeitungsständer gelandet? Der Katakomben entdeckt. Katakomben unter der Kirche entdeckt. Pastor sagt nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Wer trägt Verantwortung? Bei den Reparaturen des eingebrochenen Bodens entdeckten Arbeiter einige Tunnel unter der Kirche in der Cathedral Hill und behaupten, Mumien gesehen zu haben. Die Kirchengemeinde verweigert Historikern den Zutritt mit der Begründung, dass dies einer Entweihung der Kirche gleichkäme. Sorgte Typ also. Okay. Okay. Kann man machen, muss man nicht machen. Wen vermissen wir denn diesmal? Chris vermisst Chris Taylor, ist ein Vorarbeiter, verschwand bei der Beaufsichtigung der Reparaturarbeiten an einem eingebrochenen Kirchenboden. Die Arbeiten standen kurz vor dem Abschluss, daher ist ein Sturz unwahrscheinlich. Ja.
Schade für ihn. Gut. Wir machen jetzt Saven, danach Points auffrischen und danach sehen wir uns gleich wieder. Also, damit haben wir jetzt gespeichert. Wir haben unsere Stats verbessert. Nur kleines Feedback. Wir haben die Stats natürlich dementsprechend angepasst, dass wir ein bisschen mehr Munition tragen können. Und haben zwei Schlüssel eingedüttelt. Da gab es nochmal geglippert, da konnte ich nochmal meine Stats verbessern. Ging aber alles, wie gesagt, für die Munition drauf. Dass wir halt super viel mitnehmen können. So. Und lasst mich raten, wir müssen jetzt hier irgendwie eine Combination hinkriegen. Passt. Okay. Okay. Tor Nummer 1 und Tor Nummer 2 machen sich auf. Tor Nummer 3 bleibt geschlossen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir jeweils in den beiden Toren die weiteren Gesichter finden, damit sich das Ding hier aufmacht. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier weiter in den ersten Raum. Und da scheint es Gas zu geben. Ist die Frage, ist das Gas giftig oder ist das giftig? Und kann ich das einfach vielleicht abschalten? Ja, jetzt muss ich hier die Leertaste spammen. Leertaste spammen! Okay, haben wir. Ja, da ist auch ein wunderschönes Warnhinweisschild, ne? Hier Inhalation Hazard. Ja, macht Sinn. Das macht Sinn, das macht Sinn. Was haben wir denn hier gefunden? Ja, und? Ja. Hallo, 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 my friend. Du siehst sehr scheiße aus, auf gut Deutsch gesagt. Gut. Für dich will ich jetzt aber eigentlich kein Qualenbolzen verdüdeln. Für dich müsste ich auch sowas hier reichen, oder? Du siehst so hässlich aus. Genauso wie du. Da noch einer. Hello! Munition alle. Oh, 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 oh. Ja, warte. Nice. Du bist verbrannt. Da unten sind auf jeden Fall noch ein paar. Warte mal. Lasst mal erstmal hier lang gucken. Hey, hey, Jungs. Hey, na? How it goes. Wollen wir mal gucken? Komm, wir nehmen mal den hier. Habt ihr damit auch einen One-Hit-Wonder? Nice. Ach nee, der hier unten nicht. Klatsch! Hey! Klatsch! Sieht's aus, wie ich verbrenne. Oh, sieht gut aus. Mein Problem ist jetzt gerade, dass ich nur einen verbrannt habe. Warum habe ich denn jetzt nur einen verbrannt? Und warum kann ich dieses Zeug hier nicht öffnen? Hier rein? Möchte ich hier rein? Lol, das funktioniert. Okay. Damit habe ich jetzt zwar nicht gerechnet, aber. Ey, ich beschwere mich nicht. Zieh nochmal ab. Okay. Das war nicht so geplant. Das war nicht so geplant. Aber gut. So, was können wir hier noch? Jetzt euer Ernst? Ja, das sieht wirklich aus, würde ich mal das so sagen, ne? Und das war fucking knapp schon wieder.
Aber, ja, du, ne? Warum sind die jetzt Leichen weg? Und kann ich jetzt, warte mal, wenn jetzt die Leichen weg sind, kann ich dann jetzt wenigstens die Tür öffnen? Das wäre ja mal awesome. Lol, du musst die kaputt schlagen. Ja, erzähl es doch mal einem Dulli. Also mir. In dem Fall als Dulli. Ich muss das kaputt hauen, ey. Weiß doch kein Schwein. So, hier haben wir ein bisschen Munition. Oh, Leben ist voll. Das Leben ist voll. Es ist nicht nur voll, sondern es ist auch voller Überraschung. So, das heißt, ich könnte wahrscheinlich auch gehen. Oh, nice. Na, dann kletschen wir mal hier. Gucken wir erstmal, was wir hier so für Feinheit finden. Ja, ein bisschen voll. Jawohl, was ist denn hier passiert? Kleines Folterinstrument. Und jetzt gehen wir mal hier weiter gucken. What have we here? Also da kann ich irgendwas hoch machen und hier kann ich irgendwie. Runter? Was ist das denn? Nein! Nein, 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 du sollst noch nicht. Okay. Das waren jetzt zwei Schuss, die ich verschwendet habe. Jo. Also, wir werden in der nächsten Folge da runter und werden vorher noch diesen Hebel hier ziehen. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet heute mal wieder sehr viel Spaß. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und abonniert unseren Channel, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Bis dahin sage ich erstmal reingehauen. Find myself within. Darkness twisting me around. There.